Hallo Leute, und willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Wie ihr seht, bin ich jetzt nicht zu Hause, sondern am Frankfurter Flughafen. Wie gesagt, wir sind jetzt gerade auf dem Weg nach Japan. Mit wir, natürlich ich und der Tyron. Auch irgendwelche Worte noch zu sagen? Ja, ich bin total aufgeregt. Ja, du warst. Ich weiß, habe ich die letzten Jahre schon gemerkt. Und ja, nee, wie gesagt, warten hier jetzt gerade noch etwas. Da der Tyron noch etwas Geld wechseln wollte. Und das dauert etwas. Ja, und wie gesagt, ich bin jetzt ja schon ein paar Mal durch diesen Eingang, ja, einen der Eingänge des Flughafens geschlendert. Ja, wie ihr seht, typischer Flughafen. Überall noch Geschäfte, mehr Einkaufszentrum als Flughafen im Großen und Ganzen. Und ja, wie gesagt, um 19 Uhr irgendwas geht unser Flug. Die genaue Minutenanzahl habe ich natürlich nicht im Kopf. Aber wieder dann geht unser Flug nach Japan, Tokio, 10 Tage, bin schon mal sehr gespannt drauf. Vor allem bin ich gespannt, meine japanischen Kenntnisse anwenden zu können. Endlich mal richtig von Angesicht zu Angesicht und nicht nur über Skype oder Line. Ja, wieder da bin ich schon mal sehr gespannt. Hier haben wir übrigens so ein schönes Drehband. Wie gesagt, das ist auch für die meisten Flughäfen so. Und ja, wie gesagt, ich möchte das Video jetzt auch gar nicht zu lang machen. Wir gehen jetzt noch zu einem Fenster, da kann man etwas rausschauen. Da ist dann irgendwie wohl der Eingang für Fußgänger, denn wir sind am Frankfurter Flughafen. Und zwar sind wir direkt mit der Bahn zum Flughafen gefahren. Die hat nämlich eine Haltestelle. Wie gesagt, und what? So, und das war auch ganz gut. Wie gesagt, überall so kleine Geschäfte, das wird direkt im Flughafen, im Herz des Flughafens noch deutlich mehr werden. Wie die ganzen Japan-Videos kommen werden, weiß ich noch nicht. Dann lasst euch einfach mal überraschen oder ich werde es in einem anderen Video nochmal ansprechen. Und hier haben wir noch Aussicht. Lufthansa. Von denen habe ich übrigens eine Tasche, die habe ich vor einiger Zeit auf der Transportmesse geschenkt bekommen. War ganz nett, aber das interessiert uns soweit jetzt gerade mal nicht. So, jetzt haben wir eingeschickt, das Gepäck abgegeben und ja, uns einfach im Flughafen umgeschaut, ein paar Stunden, ich glaube, ja, fast 3 Stunden sind wir rumgerannt, ja, wieder haben. Ein wenig hier und da geschaut, die Geschäfte sind überteuert. Und jetzt sind wir hier, wo dann bald unser Flugzeug angerollt kommt und wir dann einsteigen werden. Steht das vielleicht sogar schon da? Da weiß ich nicht, auf jeden Fall haben wir einen schönen Blick noch auf den Frankfurter Flughafen. Jetzt sieht man auch endlich mal die Flugzeuge. Das ganz andere sah nämlich mehr aus wie ein Einkaufszentrum, nur mit extrem übertriebenen Preisen. Ja, wie gesagt. Hier läuft irgendwelche Werbung und ja, hier werden wir dann bald unser Ticket wieder vorzeigen und dann geht's auch schon los. 19.20 Uhr fliegen wir genau nach Tokio, Narita. Willst du auch noch irgendwas sagen? Ja, also jetzt ist es natürlich so, jetzt sind wir hier und es geht ja praktisch gleich los und jetzt wird langsam anstrengend und interessant, genau. Und ich bin ein bisschen aufgeregt. Ich auch, also jetzt kommt, ich war vorher ja nicht so, vor allem ich muss ja jetzt überlegen, was ich alles sage, wie ich mich da jetzt verständige, wie gesagt, dass ich will das Gelernte jetzt anwenden und ja. Dass ich natürlich auch die richtigen Worte finde und dass ich dann nicht erstmal... Du bist ja auch der unsere Bahntickets besorgt. Natürlich, ja, das mache ich. Das machst sonst immer ich, aber jetzt macht es. Wer mache ich? Jetzt mache ich mich um alles. Ich komme mich um unsere SIM-Karten. Ich bin gespannt, ich muss die Fragen schon mal zurecht in den Kopf legen und... Aber das bekomme ich schon hin. Das wird schon nicht. Ich vertraue dir mein Leben an. Ja. Wie gesagt, und ja, wie gesagt, so viel. Hier so mehr Interessantes gibt es am Flughafen nicht. Oder kann. So, wir sitzen hier gerade im Flugzeug. Ich weiß nicht, ob man uns versteht. Haben einen Großteil des Flugs hinter uns. Sind jetzt fast da nach 12 Stunden Flugzeit. War ziemlich anstrengend, vor allem diese künstlich herbeigeführte Nacht. Die irgendwie, ja, keine Ahnung,
Aber ich frage jetzt mal den Tyrant. Jo, also, Moment. So. Also, das Problem war einfach, wir waren müde. Aber ich finde, man sitzt hier gut, so ist es nicht. Aber es reicht irgendwie nicht für mich nicht, um zu schlafen. Nee, also, und schlafen kann ich überhaupt nicht. Aber wie man sieht, hier haben wir ein gutes Entertainment-Programm. Ich schaue an, Planmann. Und du schaust? Star Wars. Star Wars, okay. Was hast du sonst in den Flug über gemacht? Ach Gott, ich habe noch. Was habe ich noch alles gesehen? Hula, Lulu oder so. Ja, dieser Disney-Film da, dann Passengers, Logan. Jetzt schaue ich mal gut schon jetzt so die Highlight-Stelle. Warum ist kein Shin Godzilla an Bord? Dafür habe ich Keep No Number One. Ja, natürlich. Den habe ich nach 20 Minuten abgebrochen, den Film. Jetzt schauen wir nochmal zusammen, das ist ja spannender. Vermutlich. Und wieder Doraemon konnte man schauen. Und ein paar japanische Dramaserien. Was sagst du eigentlich zu dem Original Japanese Airline Manga? Alter Schwede, der Original Japanese Airline Manga. Also, ja, also sie können ja Werbung für sich machen, das muss man denen ja lassen. Ne? Das ist ja so künstlich wieder. So, oh. Also ich habe mir die 133 Seiten durchgelesen. Es ist ein Werbemanga und ja, wir haben nicht viel zu sagen. Mit 133 133 Seiten, komplette Farbe. Kaufen werde ich mir den sicherlich nicht, wenn ich den irgendwo in gedruckter Form sehe. So, wir sind jetzt in Japan angekommen. So, wir sind jetzt gelandet, sind jetzt Narita und ja, wir müssen jetzt noch für die Passkontrollen und natürlich unser Gepäck abholen.
Ja. Und wie gesagt, das machen wir jetzt. Und ja, hier haben wir so ein paar Bilder, wie es hier aussieht. Stinkt nochmal der Flughafen. Interessant ist, dass aktuell noch alles in Englisch gehalten ist. Selbst die Werbung für irgendwie so eine Uhr und für Porzellan und noch irgendwas, was zwar auch auf Japanisch, aber ebenfalls auch auf Englisch. Interessant. Whoa. Hier ein schöner Teppich. Ach ja, hier laufen wir mal wieder. Immerhin nach 12 Stunden fliegen. Das ist dann, da bin ich ja schon froh, wieder laufen zu können. Wie gesagt, der Flug. Ich werde vermutlich ganz am Ende werde ich noch so ein Fazitvideo machen zu dem Ganzen. Natürlich, wo ich dann auf alle Punkte mal genau eingehe. Und hier sehen wir schon mal Busse, Airport, Limousinen nennen die sich hier. Ja, Flugzeuge. Ja, ganz normaler Flughafen. So, immer noch im Narita Flughafen. Jetzt allerdings unten bei den Zügen haben unsere Karten und so jetzt alles gekauft. Also die man hier für den Zugverkehr braucht. Haben jetzt auch gefunden, wo wir genau hin müssen. Und ja, wieder hätte etwas gedauert, aber sind wirklich alle sehr, sehr hilfsbereit, die Leute hier. Da kann man sich wirklich nicht beschweren. Wir mussten fragen, zu welchem Gleis wir mussten. Der Mann ist sofort mit mir runtergekommen, hat uns gezeigt, wo das Gleis ist, hat uns die Uhrzeit gesagt. Wirklich sehr, sehr freundlich, sehr hilfsbereit. Hätte ich nie und nimmer erwartet. Sicherlich tut dazu noch was dabei, wenn man versucht, beziehungsweise Japanisch redet. Das wird sicherlich auch noch sein. So, immer noch im Narita Airport. Allerdings jetzt unten bei den Zügen. Haben jetzt alle unsere Karten gekauft, die wir brauchen. Wie hier die für die U-Bahnen und so. Warte jetzt auf unseren Zug. Hat ein paar Probleme, das Gleis zu finden. Und ja, allerdings muss man sagen, die Leute hier sind unglaublich hilfsbereit. Wie gesagt, wir wussten nicht genau, wo unser Gleis ist. Da habe ich dann einfach mal gefragt. Der Mann ist direkt mit mir runtergekommen. Unglaublich freundlich, hat uns gesagt, wo wir hin, wann er kommt, wo wir genau hin müssen. Wirklich, gut, sicherlich tut es auch einen Teil dabei, wenn man Japanisch spricht. Wie gesagt, ich spreche anfangs immer erst hier mit den Leuten Japanisch. Ist mittlerweile schon richtig zur Gewohnheit geworden. Dabei bin ich noch nicht mal wirklich richtig angekommen hier, das immer noch im Flughafen. Ja, und hier, wie gesagt, der ist ja so mal so ein U-Bahnhof, der vom Narita Express und ja, wie gesagt, umgehört vielleicht auch einige Ansagen. Fahren jetzt unserem Ziel. Also ich filme hier ein bisschen jetzt so die Gegend. Jetzt sind wir richtig in Japan, in Tokio angekommen. So, wir laufen hier jetzt etwas durch Tokio und wie ihr seht, sind wir jetzt gerade an so einer Tempelanlage angekommen. Da gehe ich jetzt einfach mal rauf. Mal schauen, was uns da oben erwartet. Es ist, glaube ich, das erste Mal seit langem, dass ich ein Video draußen gemacht habe. Werden einige kommen, ich werde später noch etwas die Stadt filmen. Und hier haben wir ja solche zwei Schutzhunde, denke ich mal. Und diese kleinen Häuschen unter dieser Schrein. Alles sehr schön aufgemacht, muss ich sagen. Und dann hier auch von oben nochmal so ein bisschen. So, hier von da sind wir gerade gekommen. Hier sind sogar Sitzbänke mit so einer steinigen Stufe, die latscht jetzt auch mal runter. Oh, hier scheint es irgendwie so eine Art Hintergang zu sein. Okay.
und ihr seht etwas von Tokio. Ja, das sind auch so Einblicke, die man nicht immer bekommt. Diese kleineren Seitenstraßen. So, jetzt sind wir in den einen Ausgang rausgegangen und ihr seht schon in Akihabara, der Sega Store, der hat noch geschlossen. Wir sind sehr, sehr früh, aber auch hier werben wir irgendwie so eine Dolphin. Anime über Anime, soweit das Auge reicht. Leute natürlich auch immer mit dabei. Boah, jetzt habe ich mich ja verzoomt. Das ist mir noch nie passiert, Leute. So, wir sind jetzt hier schon etwas durch Akihabara durchgegangen. Vor allem soll man in Akihabara auch durch die kleinen Gänge gehen. Wird hier schon mal Werbung. Da ist manchmal Musik, manchmal Anime. Hier stehen haufenweise Leute an. Da hat irgendwas mit diesem Laden da auf sich. Ich weiß nur nicht, was. Der macht gleich auf. Was aber dann Besonderes passiert, weiß ich nicht. Das werden wir gleich sehen. Sonst, die Geschäfte haben alle noch zu, wir sind sehr früh da, die meisten Geschäfte machen erst um 10 oder 11 auf, ein sogar erst um 12, die Geschäfte sind alle riesig. Und scheinbar ist Tokio so eine ehrliche Stadt, die selbst vor der... Oh, jetzt passiert da was. Gut, jetzt macht... Wohin werden die Leute jetzt geführt? Ich glaube, da kein Chaos ist, ne? Ich weiß es nicht. So, jedenfalls passiert jetzt was. Wie gesagt, wir haben auch schon, die Läden sind unglaublich günstig. Die Leute lassen ihre Figuren aber auch draußen stehen. Das darf man nicht vergessen. Die lassen ihre Figuren draußen stehen, die Geschäfte. Die Figuren, also wie wir gesehen haben, kosten zwischen 300 Yen bis 2800 Yen für wirklich großartige Figuren. Nicht nur Price-Figuren, völlig normale Figuren, die normalerweise 50, 60, 70, 100 Euro kosten. Wie gesagt, die meisten Geschäfte machen halt erst später auf. Noch mehr Anime und Manga, ja, ja. Die ganzen Leute wollen übrigens in dieses Geschäft da rein. Ist noch sehr, sehr früh, da machen die Geschäfte machen alle erst ab Mittag auf. So, jetzt sind wir in Nakano gerade angekommen. Da steht Nakano Station. Und ja, haben natürlich auch wieder mehrere Ausgänge. Wir wollen jetzt zum Nakano Broadway. Aber hier ganz viel Werbung für alles Mögliche. Diesmal nicht für Anime und Manga, sondern ja, für von den ganzen Geschäften. Ja, hier wieder die Stockwerke. Das Gebäude hat scheinbar wieder 5. Wie gesagt, das haben sie ja sowieso, also die Geschäfte haben unglaublich viele Stockwerke, wir sind in einem Geschäft unglaublich lang. Wie gesagt, wir waren ja einen ganzen Tag in Akihabara. Oh, weil allein das ist, weil die Geschäfte schon so groß sind. Wir werden hier einfach mal so ein bisschen das Treiben filmen. Und ja, dann werden wir auch gleich mal da durchgehen, da wo die ganzen Menschen rumlatschen und wo gerade der LKW vorfährt. Thank you.
Schild von hier. Mit dieser Musik im Hintergrund sieht das Ganze mehr aus wie so ein Eingang zu so einem Dungeon in so einem typischen Rollenspiel. Also sind wir in diesem Nakano Broadway schon eine ganze Zeit. Kommen jetzt aber erst wieder zum Filmen. Sind viele verschiedene Geschäfte auf vier verschiedenen Stockwerken. Ganz viel Anime-Figurenzeug hier. In 2, 3 und 4 unten sind mehr so die Lebensmittel. Nakano Broadway ist mehr so eine Art Einkaufszentrum. Aber auch nicht nur Anime und Manga. Hier Modellautos aller möglichen Arten. Viel Tokuhatsu-Zeug. Die größte Anime und Manga-Ladenkette hier drin ist Mandarake. Der Mandarake hier, muss ich sagen. Ja, allerdings gibt es in Akihabara tatsächlich bessere und günstigere Läden, vor allem was so Jinchis und Hentai-Manga betrifft, muss ich sagen. Aber hier so ganz alte Sachen, irgendwas von ja, keine Ahnung, Dynaman oder so. Irgendwelche alten Spiele, ein Super Mario World Lösungsbuch. Diese ganzen Sachen sind natürlich auch deutlich teurer. Natürlich muss man sagen, also Manga, Doujinshi etc. kann man unglaublich billig bekommen. Vor allem die Komplettsets. Allerdings, vor allem bei Raritäten von teuer, also Tokuhatsu, ja, steigen die Preise extrem an. So wie auch bei einigen Doujinshis, muss man sagen, da. Hier ist das Treppenhaus, es gibt auch irgendwo einen Fahrstuhl. Godzilla. Ach, hier haben wir auch noch eine schöne Karte. Wir sind gerade im zweiten Stock. Interessant, hier gibt es einen vierten. Das kommt immer drauf an, mal gibt es den, mal nicht. Unser Hotel hat keinen vierten Stock. Ja.
Klingt komisch, ist aber so. Wie ihr seht, haufenweise Geschäfte, wie gesagt, unten noch ganz viel Lebensmittel, solche Drogeriemärkte, kleinere Supermärkte, hier ist auch mal was essen. Und irgendwie hören die Stockwerke von der Größe nicht auf, denn in diesem Teil waren wir noch nicht. Das ist ein Eingang, da muss man sich tatsächlich bücken, um da reinzukommen. Ich bin nicht reingegangen, hatte jetzt aber auch wieder nur so Toku-Zeug. Das interessiert mich jetzt nicht so. Das ist jetzt ein richtiger Bahnhof bzw. U-Bahnhof hier vor Nakano. Also nicht sowas, was wir da in Narita hatten, was da quasi ja noch zu Narita gehörte. So, ich dachte, das könnte auch noch ganz interessant sein. Beim Jubiläum der Shonen Sunday wurde hier was zu Rumiko Takahashi gemacht. Hier im Bahnhof. Und wie man hier sieht, sind alle ihre Werke ausgestellt. Von dem allerersten wohl. Da Ranma, kennt jeder. Inuyasha. Da läuft auch ganz irgendwie das. Das ist irgendwie ein Crossover wohl. Oder ja, zwischen Inuyasha und diesem grünhaarigen Mädchen. Dann all ihre ganzen anderen Werke, aber natürlich neuere. Das Neue ist natürlich dieses Rine. Da unten auch immer so eine Timeline. Sehr, sehr interessant. Geht bis 2013. Rine läuft ja noch. Ranma, wie gesagt. Und hier natürlich nochmal ein wirklich sehr, sehr schönes Bild mit all den Hauptcharakteren vermutlich. Ich kenne ihre Werke jetzt nicht so gut. Ich weiß, dass es viele Werke bei uns gab von ihr. Ich weiß nicht, ob alle. Also eine Katze, die kommt mir auch irgendwie sehr bekannt vor. Thank you.
Und hier beantwortet sich auch gleich unsere Frage, das ist nämlich das 50-jährige Jubiläum. Und hier auf diesen riesigen Plastikstiften haben etliche Mangaka unterschrieben, die für die Shonen Sunday gezeichnet haben oder noch zeichnen. Hier ganz besonders interessant, Hiro Mashima, Zeichner von Rave und Fairy Tail. Das hier müsste doch Ken Akamatsu sein. Meine ich, wenn ich mich jetzt nicht vollkommen vertue. Den in seinem Zeichen zieht sehr. Und was hier wohl auch noch ist, das ist wohl die allererste Shonen Sunday. Die erste, und das ist schon jetzt zum 50-jährigen Jubiläum. Hier seit 59 gibt es die. So, der Werdegang, denke ich mal, sehr interessant. Shonen Sunday, mehr Ausgaben. Get the Sun. Ah, da sind noch andere Ableger davon, wie es aussieht. Das ist die Sunday GX. Ja, hier ein Bild scheinbar mit allen Mangaka, wie es aussieht. Und oder allen Mitarbeitern, wobei ich denke eher allen Mangaka oder so. Hier noch eine alte, hier sind die wirklich uralt Ausgaben. Noch weitere Infos dazu. Oh ja, nochmal jetzt schön im Gesamtbild. Ja, das sieht doch richtig gut aus. So, wir sind immer noch hier im Bahnhof und hier gibt es noch mehr zu entdecken. Einmal Spirits, sieht auch irgendwie in einer Zeitschrift oder so aus. Ja, Nummer 20, 2017, die haben am 1.5.2017 raus. Dann hier noch etwas von Fushimanga-Zeichen, Euro 13 und natürlich Doraemon, als auch Conan. Und noch viele andere, hier auch wieder Rumiko Tarashi. Scheint wohl irgendwie einer ihrer Lieblingscharaktere zu sein. Den zeichnet sie ziemlich oft. Aber noch interessant hier die ganzen Autogramme. Oh, egal, das sind insgesamt 4 Stück. Das ist auf jeden Fall sehr nett hier gemacht. Aber war immer noch nicht alles. Und das ist das gleiche nochmal wie eben. Dann gibt es irgendwie einen Zug, wo all das mit diesen ganzen Bildern beklebt ist. Da sind auch noch mehr Autogramme dann zu sehen. Und so sieht der Zug dann wohl von innen aus. Und hier nochmal der Zug aufgelistet. So, das wäre jetzt auf jeden Fall was. Da hat sich getäuscht, denn nicht nur, dass es da auch noch irgendwelche Mangel gibt. Aber die interessieren uns jetzt weniger. Einmal haben wir nur diese riesige Doraemon-Figur. Die sieht doch ganz witzig aus. Immerhin ist Doraemon. Der andere kann man sich reinschauen und so tun, als ob man ein Pokémon wäre. Und da schauen Ash und Pikachu dann. Und dann haben wir hier noch einen riesigen Aufsteller zum Conan. Ja. Sicherlich nett für Conan-Fans da auch noch irgendwie so ein Trailer, der ich denke mal zum neuesten Film. Ja, der Trailer ist ein neues Film, den habe ich mal durch Zufall gesehen. Und ja, nee, das war's wieder, aber es lief in dieser, ja, okay, die Halle war recht groß, aber trotzdem alles sehr, sehr nett gemacht. Hier haben wir auch schon sofort die nächste Figur. Aus Kuchikame. Übrigens mächtig, wenn man hier so ein bisschen umschaut, irgendwie ist dieses ganze Viertel irgendwie ruhiger als die ganzen anderen großen Viertel. Wie gesagt, ja, ich denke mal, Kame Ari wird jetzt auch nicht so bekannt sein, wie jetzt zum Beispiel die ganzen anderen Viertel, ja, wo halt die ganzen riesigen Einkaufszentren sind. Das stimmt.
So, wir sind weiter in KM Ari unterwegs. Übrigens, was sagst du denn zu KM Ari bis jetzt? Oh, es ist sehr faszinierend, weil hier sind nicht so viele Leute. Und du merkst halt, dass es nicht so ein Anime-Manga drauf spezifisch ist. Und deswegen wirkt das ja alles normal. Nee, das stimmt. Alles normal oder Kuchikame-mäßig. Ja, Kuchikame. Genau, Kuchikame, ne? Wieder das Spiel, wieder hier der Reit, den habe ich euch ja schon mal gezeigt. Den fotografiere ich vielleicht ab und blende ihn dann ein nochmal. Wie gesagt, viel Kuchikame. An sich Anime-Manga kaum. Natürlich sind mir irgendwo mal eine gezeichnete Figur. Aber ja, es wirkt halt wirklich völlig anders als wieder die Bezirke, in denen wir jetzt waren. Wie gesagt, wenn man nach Japan kommt, nach Tokio, sollte man hier, würde ich sagen, auf jeden Fall mal hingehen, weil es ist halt alles andere, wirklich anders. Wenn ein typischer kleiner japanischer Stadtviertel, japanische Stadtviertel. Ja, auch mit Wohnungen. Danke. Ja. Ja, ich mach Film hier nur. Werde ich auch mit Wohnungen und einem Spielplatz. Auf dem Weg, wenn man mit der Bahn fährt, kann man übrigens auch einen Friedhof sehen, aber ganz kurz. Das ist eigentlich, glaube ich, noch zwei Stationen davor. So, hier ist noch eine Figur. Und da ist noch eine. Da gehen wir jetzt mal hin. Das ist übrigens der KM Ari Park. Tja, nur die Polizeistation habe ich noch nicht entdeckt. Und hier sind weitere Figuren. Hier sind jetzt die Farbfiguren. Die sind auf der anderen Seite des Bahnhofs. Die kann man gar nicht übersehen, die Figuren. Hier ist der Bahnhof. Auf der anderen Seite stehen die anderen Figuren. Also wenn ihr da links geht und wenn ihr hier rauskommt, seht ihr auch schon gleich die Farbfiguren. Aber auf dieser Seite der Stadt sind weitere Kuchikame-Figuren. Also man kann wirklich sagen, dass ein Kuchikame hier durch ganz KM Ari führt. Hier haben wir die nächste Figur. Und nicht nur das, sondern wir werden auch direkt schön begrüßt. Yokoso KM Ari, ey. Hier nochmal schön groß. Wie gesagt, das ist doch schön. Und hier haben wir auch gleich die nächste Figur. Das ist scheinbar wirklich so ein richtiger Rundgang durch KM Ari. So, und hier sind noch mehr Sachen neben einer weiteren Figur. Von Kuchikame noch solche Schilder. Da ist noch Platz für mehr. Ich weiß nicht, ob ich hier Besuch irgendwie hinhängen können, sich irgendwo diese Schilder kaufen und dann hier anhängen oder nicht. Da weiß ich nicht. Und sonst haben wir hier eine große Information der Stadtplan von KM Ari. Und hier wirklich mit dieser Tour, da fängt es an, dass wirklich irgendwie so ein wirklicher Rundweg, der einen durch KM Ari führt. Sehr, sehr nett gemacht, muss ich sagen. Und noch eine weitere Figur von Kuchikame. Auf der Suche nach allen Kuchikame-Statuen kommen wir auch an so einem Tempel vorbei. Hier steht übrigens auch eine. Hier mit solchen zwei komischen Drachenschildkröten, würde ich mal sagen. Mit einem riesigen Tor. Dann gehen wir da mal durch. Diese Laternen links und rechts. Vorne natürlich der Tempel. Da noch irgendein Unterstand, wo man irgendwas mit Wasser machen kann. Und natürlich darf Kuchikame aber hier im Tempel auch nicht fehlen. Und deshalb steht hier eine Statue, gleich wieder mit Infoboard.
Und hier ist dann der restliche Tempel. Endlich mal ein kühler Wind hier, und hier ist auch die vorletzte Figur von Kuchikame. Wir haben diese Kuchikame-Tour fast geschafft. Fehlt nur noch eine. Der Bahnhof ist ja auch schon wieder. Im Großen und Ganzen ist das ein Rundgang. Eigentlich endet es nämlich mit den Farbfiguren. Wieder der Plan, da ist halt eingeteilt, was die erste Figur ist und was die zweite und so weiter. Ist quasi ein Rundgang. Einmal durch Kame Ari durch, bis man am Ende wieder bei diesen Farbfiguren ankommt. So, nun sind wir auf dem Weg zum Kaiserpalast in Tokio. Und wie gesagt, hier der Eingang wohl zu dem Grundstück. Sehen wir schon alles, sehr große alte Mauern. Hier noch ein Schild, ein kleiner See und natürlich die Brücke. Über die gehen wir natürlich jetzt rüber. Übrigens hier die gigantischen Bürogebäude nebenan. Also ja, eine ganz andere Größenordnung, muss man sagen. Wie gesagt, eine ganz andere Größenordnung als jetzt, wie gesagt, bei uns. Und denn den meisten brennt ja auch noch Licht. Hier ist heute dieser See, geht da weiter. Jetzt sind wir gerade auf der Brücke. Auch ein paar Bäumchen. Ah, so irgendwie Außenstein schon vorgemachter Weg. Ah, die sind fest. Hier ein großer Platz mit Wasser und solchen Gebilden. Die schauen wir uns gleich an. Noch mehr von der Mauer, ein Schild. Wieder ein paar Bäume. Dann diese beleuchteten Grünflächen. Also jetzt schauen wir uns, wollen wir rüber gehen? Ich denke mal. Oder stürzt das? Ne, stürzt nicht ein. Machen ja nicht wissen. Sieht ein bisschen aus wie bei so einem Jump'n'Run. Oder wie bei einem JRPG. Ja, was haben wir dann hier? Eine komische Kugel, vermutlich moderne Kunst. Da drüben scheint dann wohl der Kaiserpalast zu sein. Ich bin mir allerdings jetzt nicht sicher. Jetzt schauen wir uns vielleicht noch diese anderen Gebilde an. Diese komischen Teile, die da im Wasser stehen. Und nochmal ein Blick auf die riesigen Gebäude. Und ihr müsst aufpassen, dass ihr nicht ins Wasser fallen. Oh, da geht sogar noch tief runter. In den. Ne, nicht in den See, aber ja. Ja, da sind sie, sind auch beleuchtet. Und dann gehen wir doch jetzt mal weiter, allerdings über die schönen Steine da hinten, nicht über den sicheren Weg. Hier, na sicher, dann ist jetzt auch nicht wirklich gefährlich. Allerdings, wenn man umknickt oder so, dann kann das schon mal schnell im, das Bein schon mal schnell im Wasser sein. Nochmal die moderne Kunst und nochmal die Gebäude. Oh, da hinten ist auch noch ein sehr schönes, großes Gebäude. Okay, ich habe den Zoom noch nie so weit benutzt, ich hätte den Zoom sogar noch weitermachen können.
Aber auch da hinten, die ganze, ach hier so eine schöne Brücke aus Glas. Ja, gut. Da haben wir noch so ein bisschen die anderen Gebäude sehen, wo gerade noch fleißig gearbeitet wird. Wieder eine völlig andere Sicht von Japan, vor allem wenn wir uns jetzt an Kame-Ari zurückerinnern. Ah, wieder hinten noch mehr dieser riesigen Gebäude. Ja, nur natürlich, wenn dieser extreme Zoom ist, dann wackelt das Bild, obwohl ich ganz ruhig bin, unglaublich stark, aber ja, da wird es im Auszuhalten sein. So. Das ist leider immer noch nicht der Kaiserpalast, das ist der östliche Garten des Kaiserpalastes. Aber auch schon ziemlich groß. Wie gesagt, wir sind jetzt über die Straße gegangen, haben das im ersten Teil hinter uns gelassen. Und ja, hier ein großer Platz. Auf den Rasen darf man also nicht drauf. Und scheinbar scheinen sich Leute auch dran zu halten. Und bei uns wird der Rasen schon vollkommen kaputt getreten. Und hier geht es vermutlich zum Kaiserpalast rein. Aber hier ist schon alles abgesperrt. Wie ihr seht. Ich denke mal, man wird besichtigen können. Aber ja, das war es auch. Sicherlich, wenn man da für einen gewissen Eintritt irgendwie besichtigen können. Auf jeden Fall waren wir da, wo er ist. So, jetzt sind wir am Tokio Hauptbahnhof, der liegt ganz in der Nähe vom Kaiserpalast, nur wenige Meter entfernt. Nochmal so alles hier drumherum. Und ja, wir bewegen uns jetzt auf den Hauptbahnhof zu. Jetzt wird schon dunkel. Überall brennen noch mehr Lichter. Riesige Gebäude weiterhin. Und ja. Wie ihr seht, hier wird sogar gerade irgendwas gebaut. Ist die erste Baustelle, die ich sehe. Da vorne übrigens, das zoome ich jetzt mal schnell hin. Da sind übrigens die ganzen Reisebusse, auch diese gibt es in Japan. Und ja, wie gesagt, sehr, sehr viel los hier. Tokio der Hauptbahnhof, wie gesagt, soll auch eine Sehenswürdigkeit sein, die man sich mal anschauen sollte. Ja, wie gesagt, ziemlich groß, wie es aussieht, zumindest von außen. Passend zu den ganzen Gebäuden, ja, auch hier gut, wäre so wirklich passend. Dieser eher alte Stil und dann zu diesen hochmodernen Gebäuden eher weniger.
Und ja, gehen wir doch mal rein. So, hier konnten wir nicht durch, weil hier nicht, weil wir nicht durchkamen, sondern weil diese Passiertore sind und ja, wieder, man kommt halt nicht mehr wieder raus, wenn man nicht irgendwo mit weiterfahren will. Beziehungsweise, ich glaube, dann wird einem Geld abgezogen. Wie gesagt, und das wäre unsinnig, das zu machen, nur um sich ein bisschen den Hauptbahnhof von innen anzuschauen. Wieder von draußen haben wir den jetzt gesehen, plus Bauarbeiten. Es gibt noch einen anderen Eingang, den schauen wir uns jetzt mal an. Aber auch da wird natürlich sicherlich wieder diese Durchgänge sein. Und wie gesagt, wenn man halt nicht mehr rauskommt, ist das ein bisschen blöd. Und ja, beziehungsweise dann würde man halt Geld bezahlen müssen, weil der Seil denkt, dass man halt mit einer Bahn gefahren ist. Was man aber halt nicht ist. Hier geht es allerdings ein bisschen weiter rein, wie es aussieht. Ja, da sind auch schon wieder diese Durchgänge. Guck mal, bei diesen Teilen, da zieht man seine Karte rüber und ja, etwas blöd, wenn man sich mal den Bahnhof von innen ansehen will, bis zum Beispiel auf die Gleise, wo die großen Züge fahren. Da haben wir da allerdings ein bisschen Werbung. Das erscheint wohl so die Halle zu sein für Leute, die andere abholen. Na, jetzt kommt natürlich nicht mehr diese Werbung von eben oder was das da war. Schließfächer gibt es natürlich auch. Und da geht es dann runter. Vor Otemachi und North Bus Stop. Ja. Hinten waren eigentlich so ein paar Prospekte, die können wir uns natürlich mal ansehen. Wie gesagt, sind sicherlich sehenswert. Vermutlich irgendwelche Reiseangebote für Hokkaido, Kyushu, Okinawa, USGTDR. Alle kostenlos, kann man alle theoretisch mitnehmen. Und ja, hier, wie gesagt, hier gibt es so ein paar Prospekte, wurde gerade kurz unterbrochen. Und dann kann man wieder noch was weiter. Ja, und wieder, das sind hier so ein paar Magazine, die man sich hier mitnehmen kann. Wieder, ich wurde gerade beim Video unterbrochen. Und ja, kann jetzt noch zumindest den Satz zu Ende bringen. So, es geht doch noch etwas weiter in den Bahnhof hinein. Zumindest der Weg, wo in der allerdings führt, weiß ich jetzt auch nicht genau. Hier, wie gesagt, noch weitere Prospekte, die sind wohl sehr beliebt. Werbung für alles Mögliche. Wo man überall hinfahren kann mit dem Zug. Oh, und Werbung für Essen. Ah, oder was hier für Stockwerke vermutlich. Und weiter geht's hier um jetzt die Kurve. Nintendo Switch Werbung. Und für irgendeine andere Tatheit Vanguard, glaube ich.
hier sind dann die ganzen Geschäfte, wo den Leuten das Geld aus der Tasche gezogen wird mit überteuerten und übertriebenen Preisen. Den hätte man auch irgendwie gewundert, wenn die hinter dem Eingang liegen würden. Da sollen natürlich jeder hin und Geld ausgeben. Hallo ist hier, Primo. Ja, sieht aktuell mal aus wie eine Fressmeile als wie Hauptbahnhof. Ah, auch hier eine neue Art von Automat. Das ist sehr interessant. Der nicht, der da, sondern der, der jetzt steht, das scheint irgendwie so per Touchscreen zu laufen und hat wohl auch keinen Schlitz für eine Münze, okay. Kann man wohl nur mit einer Passmo-Card. Dann bezahlen. Vermutlich, wenn man das Souvenir vergessen hat, noch schnell am Hauptbahnhof kaufen. Immer eine gute Idee. Viele Reklame. Daimaru. Wir haben bis jetzt alles gesehen, außer Züge. So, wieder verlassen Bahnhof jetzt wieder. Alles gesehen, außer Bahnen und Züge. Ja. Da kommt man nicht durch, außer in den Großen leider nicht. Wir hatten den Bahnhof etwas von innen gesehen. Die ganze Fressmeile da und dann noch irgendwas, wo man Souvenirs mitbringen kann. Magnetik ist komischerweise nicht. Nach denen suche ich, nämlich, ja, gut, okay. War jetzt ganz nett, aber ich würde sagen, dass das kein wirkliches Ziel ist, was man jetzt unbedingt gesehen haben muss. Wenn man dran vorbeikommt, ist ganz nett. Man kann es mit dem Besuch von mit dem Kaiserpalast durchaus verbinden. Wer sich allerdings überhaupt nicht dafür interessiert, der, ja, für den ist Zeitverschwendung, wer sich weder für Kaiserpalast noch Bahnhof interessiert. Und der Bahnhof ist wirklich nicht jetzt so besonders. So, hier sind jetzt ein paar Busse. Wir können zwar keine Züge sehen, aber den Busbahnhof, da wie die ganzen Leute einsteigen und warten auf den Bus, wie schon Leute in ihren Bussen drin sitzen. Und warten, dass es losgeht und ja, die Züge, die sind schön hinter dieser Wand versteckt. Ja, gut, also wieder nichts mit Zug, nicht mal ein bisschen Zug. Dafür aber Bus ist doch auch was. Ja, und wieder mehr kann man dazu eigentlich auch nicht sagen. Ja, meine Meinung zum Tokio Hauptbahnhof habe ich ja schon gesagt. Eben gerade. Nette Aussicht noch von hier oben. Ja, und das war es jetzt hier vom Tokio Hauptbahnhof. So, jetzt sind wir in Shinjuku. Wird sicherlich einige heute bekannt vorkommen, denn auch in Gans gibt es ein Kapitel, was heißt Shinjuku um 10 Uhr. Und wie wir alle wissen, da läuft Izumi Amok in dem Kapitel und sorgt dafür, dass neue Leute in den Gansraum kommen. Wie gesagt, gut, wir sind allerdings jetzt nicht um 10 Uhr hier, aber trotz allem sehenswert sicherlich Shinjuku. Vor allem, wenn nicht die Hälfte der Leute über den Haufen geschossen wurde. Hier schon wieder ein großes Einkaufszentrum. Allgemein sehr viele große Gebäude wieder.
ようやく結構10年ようやく子供ができる。Wie man sieht, wieder viele, viele Geschäfte da oben, irgendein komischer Ritter.
Ja, und seht mal, wen wir da haben. Das ist doch der Godzilla. Der, denken wir jetzt, ja, wir rechnen jetzt mal ein Kino oder ein Hotel. Da hat man ihn zumindest draufgesetzt. Sieht auf jeden Fall ganz nett aus, muss ich sagen. Und damit beantworte ich auch unsere Frage, Toho Cinema. Wir haben Essen.
Thì em lại mời anh được chưa? Thời qua như hôm nay mời.
พี่ครับเวลาคุณคือร้านแทนที่เปิดตรงนี้ถ้าตรงนี้ก็เนี่ยก็ยังสั่นอีกSo, wir sind jetzt hier in Ikebukuro und der Tyron sagt immer, was wir machen. Wir gehen ins Pokémon Center, unsere Pokémon heilen. Ja, genau. Und was machst du danach? Danach gehe ich ins Kamen Rider Center. Genau, da gehe ich nicht mit rein. Da machst du dann irgendwelche Videos, oder? Fotos und Videos. Seht ihr, was ich da darf, ne? Na, mit dem Handy fällt sicherlich nicht auf, wenn du ein kurzes Video machst. Ja, ich werde einfach fragen, aber dann werde ich der neue Herrscher der Kamen Rider Welt. Ja, und hier sehen wir, wie gesagt, Ikebukuro wieder viel los und ja. Und wieder Donkey Kote. Ja, den Laden gibt es auch öfter, das stimmt. Und Bukroff ein paar Meter entfernt. Meine Güte, ist das hier wirklich voll. Hier ist endlich mal ein Platz, wo nicht so viele Leute rumlaufen. Ja, wieder eine japanische Bekannte hatte mir aber auch schon gesagt, dass Ikebukuro sonntags extrem voll sein soll und sie hatte wirklich recht.
den Power Ranger Film, der extrem gefloppt ist. Der läuft am 15.07. an. Ein paar Worte dazu. Ja, viele haben ja die Hoffnung, dass der asiatische Markt noch richtig was raushaut, weil der ja so spät erst hier startet, dass er noch in die Kinokassen mit eingerechnet wird, aber so richtig glauben tue ich mir nicht an. Weil ich meine, der Film hat genauso viel eingespielt bis jetzt wie Wonder Woman in einem Wochenende. Also du denkst nichts mit einer großartigen Fortsetzung oder überhaupt einer Fortsetzung? Ich glaube nicht mal, dass das 6 ist. Ich glaube nicht mal an den zweiten Film. Wir sollten ja mal 6 werden. Ja. Das war wohl sehr... Wir aber nur geben nur Live-Werbung. Das war sehr großzügig angesetzt. Hasencafé. Ein Mayon-Café, auch sehr interessant. Da, es gibt hier so viele verschiedene Themen-Cafés, da darf natürlich auch Mayon-Café nicht fehlen. Allerdings kann ich schon mal sagen, die Cafés sind allesamt dermaßen überteuert. Man muss auch eine Servicegebühr bezahlen. Ich glaube, das lohnt sich nicht, nein. Die Katzencafés, also wieder die Cafés sind alle maßlos überteuert, wie gesagt, mit dieser Servicegebühr da auch noch, die auch nicht gerade wenig ist. Das Essen etc., jedes extra kostet was. Nee, davon kann ich eigentlich nur abraten, wie gesagt, ich war selbst in keinem drin. Ich denke mir, es ist leichter, eine Japanerin so zu finden, die eigentlich was zubereitet. Hier haben wir den richtig großen Family Mart. Auch mal was anderes. Normalerweise sind die immer sehr, sehr klein. Aber der ist bedeutend größer als der beim Hotel oder die wir sonst schon so in der Stadt gesehen haben. Und ja, ihr seht ja dieses Meer an Menschen. Viele mit irgendwelchem Anime-Merchandise. Und die Ampelphase nehmen wir aber noch mit. Denn die Ampelphase war auch extrem lang. Und aber dazu später mehr in dem Fazitvideo. So, jetzt sind wir hier im Pokémon Center drin. Wirklich voll. Überall Pokémon-Artikel. Also sollte man schon mal gesehen haben und für jeden Pokémon-Fan ein wahrer Traum. Vom Plüschtiere über Handyhüllen bis hin zu solchen großen Figuren, die man sich anschauen kann. Zum Spielzeug, Pokémon-Karten, CDs oder sowas, DVDs, Lösungsbücher. Aber alles wirklich proppevoll hier.
ja, Mario verarscht oder so. Hier die Pokémon Booster Packs. Sind ziemlich wenig Karten drin. Also ich finde mal alle, was man von Pokémon will. Von Pokémon Süßigkeiten. Bis hin zu Pokémon Plüschtieren. Über. Aber gerade den Pokémon Möbel auch noch. Nee, die gibt's noch nicht. Pokémon Schoko. Crispy sind wieder Süßigkeiten. Ja, solche Minifiguren, die. Okay. Ja, also man findet wirklich alles, was man sucht hier als Pokémon-Fan. Ich bin kein Pokémon-Fan, aber ich kann nur jedem empfehlen, wer Pokémon mag und ein großer, ja allein schon wer Pokémon mag, sollte herkommen. Und für riesige und große Pokémon-Fans ist das ja wirklich ein Traum. Hier können sich wirklich mit allem eindecken. Auch hier mit Plüschchen zu einem möglichen Pokémon. Ich wusste gar nicht, dass das Teil hier ein Plüschtier hat. Oder auch hier, das war klar. Gibt auch nicht die ganzen Entwicklungen. Wow, ja, da gibt es auch noch mehr Plüschtiere, also für Pokémon-Fans auf alle Fälle. Aber auch für jeden anderen, selbst ich bin auch ein Pokémon-Fan, bin trotzdem etwas beeindruckt, was es hier wirklich alles gibt. Die Taschen hier sehen sogar ziemlich nett aus, oder die Jacke. Ich bin ja schon beeindruckt. Also ein Blick ist, es wird aber lang, werde ich mich jetzt hier drin nicht aufhalten, weil wieder so sehr interessiert mich als Pokémon-Fan, als Nicht-Pokémon-Fan nicht. Wie gesagt, aber für jeden Pokémon-Fan ein wahr gewordener Traum. Muss man wirklich sagen, also wow. Wie gesagt, also für jeden Einblick wert und für Fans ein Traum. So, und jetzt wären wir in Asakusa. Und ja, gerade angekommen, gerade den Bahnhof verlassen. Und nun wollen wir uns zwei Sachen hier ansehen. Einmal diesen großen bekannten Tempel und diese Ashtano Jo Street, die es hier gibt. Wird, denke ich mal, sehr interessant werden. Und natürlich schauen wir uns auch so etwas Asakusa an. Mal schauen, wie dieser Bezirk jetzt so aufgebaut ist, wie er so rüberkommt. Eine weitere Einkaufsstraße darf natürlich auch nicht fehlen. Übrigens, ich weiß gar nicht, ob ich das schon im Video erwähnt hatte, ich glaube auch nicht. Ich hatte gestern was bei Kentucky hier in Japan gegessen und also, dass diese Panade überall auf der Welt die gleiche ist, stimmt übrigens nicht. Die Panade hat zwar nicht schlecht geschmeckt, aber war auch nicht, also die schmeckt wirklich in jedem Land anders. Also es ist nicht immer das gleiche Rezept. Thank you.
keine Ahnung. Okay, deutlich mehr Gebäude im alten Stil, wie man sieht. Viel mehr diese ganzen Tempel. Scheinbar auch Schulklassen, die hierhin Ausflüge machen. Ganz Fans wird das natürlich sofort an die Tempel-Alien-Mission erinnern, die zwei Figuren hier. Und dann gehen wir mal weiter. Und dann gehen wir jetzt mal unten durch. Bekannt aus Spiel, Film und Manga und Anime. Gibt ja einige Werke, wo dieser drin vorkommt. Meine auch in Digimon Story Cyber Sleuth. Können wir auch nach Asakusa reisen und sich
Und da steht auch dieser Tempel. Hier sind wir in diesem großen Tempel drin. Na, Tempel, ja. Gebäude und... Ja, ein Tempel ist es schon, da kann man irgendwie beten und spenden. Und das da ist hinter einer Glaswand. Mit einem Metallgitter. Ah ne, hinter so einem Gitter versteckt. Bilder an der Decke. Noch nie, dass ich was von unten von nach oben gefilmt habe. Ja, ein bisschen blöd, wenn ich damit rumgehe, weil ich halt auf achten muss, dass ich keinen anderen anrempel. Aber das passt jetzt schon so. Welche Andenken? So, nach dem kleinen Shop an dem großen Tempel geht es jetzt weiter zur Ashtonozo Street. Wenn wir sie finden, die ist allerdings noch etwas weit entfernt. Ich werde jetzt auch nicht mehr so viel in Asakusa filmen, weil der Akku der Kamera ist bald leer. Und nach Asakusa geht es erstmal wieder zum Hotel und da werde ich die Kamera mal aufladen etwas. Damit, wenn es nachher wieder losgeht, in einen anderen Bezirk, weil ich wieder gut filmen kann.
So, das wird vermutlich diese Aschen nur so sein. Allerdings werde ich viel in dem Design des nicht gehalten. Wir haben halt nur alle paar Meter dieses Plakat hängen. Was natürlich auch sein kann, ist, dass man das vielleicht mittlerweile auch schon abgebaut hat, was ja mal war. Und einfach nur die Schilder da oben dran gelassen hat. Ich kämpfe zumindest um einen Pappaufsteller und Werbung. Bild. Und da noch eine Figur.
So, hier stehen wir jetzt vor dem Bandai-Gebäude. Rein kann man da auch sich Vitrinen anschauen. Filmen und Fotos machen leider nicht, warum auch immer. War jetzt aber auch gar nicht mal so viel drin. Ihr seht ja so ein paar Vitrinen. Und hier mit neuerem Spielzeug oben recht alten Sachen bis sehr alten Sachen. Und hier vor stehen halt noch so ein paar Figuren. Und ja, also wie gesagt, so ein paar Sachen stehen. Ja, war auf jeden Fall mal ganz nett anzusehen, muss man sagen, da drin. Wie gesagt, altes Spielzeug, neues Spielzeug, wie man da auch sieht hier. Hier oben war da ganz altes Zeug von Kamen Rider bis Sailor Moon, über Anpan Man, der irgendwie überall vertreten war. Und ihr seht hier noch so ein paar Vitrinen. So, wir sind jetzt hier in Roppongi gerade angekommen. Da vorne ist das Konami-Gebäude. Ist genauso langweilig wie das Shueisha-Gebäude. Nur, dass hier zumindest noch groß Konami dran steht. Wieder riesige Wolkenkratzer, ich denke mal mit irgendwelchen Büros. Und ja, hier wieder, hier seht ihr Konami. Midtown East Konami. Und das war's ja auch schon wieder mit Konami. Der Bahnhof ist ganz hübsch, da fließt an der Seite so Wasser runter. Und auch hier fließt Wasser runter. Und natürlich, wie jeder weiß, in Roppongi, da hat die Ring-Eliminationen in ganz stattgefunden. Die war zwar nur recht kurz, aber trotzdem recht cool. Und ja, leider noch kein Ring-Alien weit und breit in Sicht. Thank you.
So, wir sind jetzt in Shibuya. Wie man sieht, wir haben ein sehr großer, scheinbar mehr Einkaufsbezirk. Wir mit, natürlich wie immer mit viel Werbung. Und jetzt schauen wir uns hier mal ein bisschen um. Habe ich auch mal ein paar Baustellen gesehen, aber was im Gegensatz zu uns zum Beispiel anders ist, hier wird auf den Baustellen tatsächlich gearbeitet. Und ein Hundebus oder so, keine Ahnung, was das für ein Tier sein soll, sieht aber nach in einem Hund aus. Ja, und da ist auch ein Hund. Oder? Ja. Ja, ja, ist ein Hund jetzt. Kann doch eine Katze sein, die sehr schlecht gezeichnete. Sieht aber mehr nach Hund aus. Hier ein seltener Anblick, den man bei uns nicht sieht, eine Baustelle, auf der gearbeitet wird.
ob ich die Sachen, wo ich mich mit der Kamera vertan habe, drin lasse, also wo ich eben irgendwie so groß gezoomt habe, weiß ich noch nicht. Das entscheide ich dann übrigens später. Also wenn ihr irgendwie was seht, dass ich, dass auf einmal alles größer ist, dann wisst ihr, ich habe es drin gelassen, weil ich auf Versehen an die Vergrößerungstaste gekommen bin. Und wenn nicht, dann habe ich den Ausschnitt nicht gemacht. Das kommt halt auch darauf an, wie viel ich in Shibuya noch filmen werde. Und das ist schon wieder irgendwelche Anime-Werbung von McDonald's.